ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zur Demo von Skull & Bones. Und wir sprechen mal kurz mit dem Zimmermann. Ujambo, ihr habt euch bisher an einen Fetzen Glück geklammert. Um euch hier einen Namen zu machen, muss Blut an euren Händen kleben. So sind die Piraten. Wenn ihr den Ruhm nach dem Gewicht der Geldbörse messt, seid ihr in Saint-Anne richtig. Wir können uns gegenseitig helfen. Bringt mir gutes Material, dann bekommt ihr die besten Werkzeuge der Roten Insel. So machen wir uns beide einen Namen. Herstellung. Um Waffen, Ausrüstung und Werkzeuge herzustellen, benötigst du Baupläne und Materialien. Sammelwerkzeuge werden verwendet, um Rohmaterialien aus der Region zu sammeln. Werkzeuge für die verschiedenen Materialtypen können beim Zimmermann in Piraten oder Schlupf hergestellt werden. Im Kodex findest du weitere Informationen zum Sammeln. Die soll ich herstellen? Die Säge soll ich herstellen. Und die Sichel soll ich herstellen. Asanti, wir sehen uns. Sammle Materialien, um beim Schiffsbau dein erstes Schiff bauen zu lassen. Sieh auf deiner Karte, um Ressourcen aufzuspüren. Ich habe doch schon Akazie, glaube ich. Wenn ihr immer wieder kommt, muss ich euch eine Geschichte vorlesen. Eine. Gut. Eure Fracht ist hier sicher. Bin gespannt, wann sie mir die Geschichte vorliest. Ich soll auf der Karte gucken, wo ich Ressourcen... Oh. Hier müssten wir ja komplett außen rum und da sind Krokodile. Kann ich das markieren? Ja. Okay, wir holen als Akazienplanken. Ja? Ich hoffe, du hast ein größeres Schiff bereit, Captain. Ich will dich nicht wieder aus dem Meer ziehen. Hier kann ich auch aufs Lager... Oh, das ist ja praktisch. Bereit, wieder in See zu stechen? Schiffsname... Ich hab bloß das Schiff. Okay, ich will dahinter. Auf geht's. Irgendein fettes Handelsschiff wird die Ware haben, die wir suchen. Wieso Handelsschiff? Ich dachte, die liegen da so rum. Will ich kämpfen. Ich sehe da eine Menge Schiffe vor uns. Direkt voraus. Ich sehe die auch. Seevolk, Handelsschiff! Da, ein Segelleiter! Captain, was ist das? Ein Turm! Da, gut! Aber was passiert hier gerade? Das ist ein bisschen zu hektisch. Wow!
Lass mich in Ruhe! Habe ich eigentlich... Habe ich PvP an? Geht das überhaupt? Warum? Ich will nicht gegen andere kämpfen. Wieso habe ich eigentlich kein Essen? Ich verstehe das nicht. Muss mal kurz. Segel einholen. So, mir fehlen noch zwei. Das ist ja alles so weit weg. Wir haben eine Gruppe Schiffe entdeckt. An Backbord. Hier. Nebelwand, Captain. Können wir hier anlegen? Ich kann nicht einfach Akazien. Oh. Ich kann das sogar kaufen. So, jetzt habe ich 8. Eine Handelsroute? Okay. Ah, warte, ich muss die Markierung wieder wegmachen. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Wieder zurück hier, ne? Da, Backbord! Die greifen die Siedlung an! Wir könnten sie überraschen! Ach so, nutze ich mein Speer! Hier im Kriegsgebiet, das gefällt mir nicht. Ich kann mich ja nicht mal wehren. Ich habe nur ein Speer. Da, dort drüben. Was ist das? Ein paar Seefolgen in der Ferne. Segelleiter gesichtet. Was bin ich? Einfach nur friedlich umher schippern. Der andere wurde versenkt. Ich bin gleich wieder am friedlichen Gebiet. Dann kann er mir nichts mehr. Schiffe im Wasser voraus! Backbord! Sprechen die immer durch ein Megafon? Ach, da unten sehe ich ja sogar. Ich habe es jetzt erst verstanden. Ob die gerade Gas geben oder ob die gemütlich segeln. Vielleicht dauert es einen Moment, bis ich das alles gesehen und verstanden habe. Eine Dau? Oh, was? Wieso hab ich... Ich hab doch Akazie gekauft. Echt jetzt? Dein Ernst? Skurlock ist ein guter Kunde. Wie ihr euch denken könnt, spült mir die Piratenrunde viele interessante Dinge in mein Lager.
Ach so, ich habe Planken gekauft, aber ich brauche das Rohholz. Okay, wir müssen noch mal raus. Kommt wieder, wenn ihr Lagerraum braucht. Ist ja witzig. Wenn ich hier Shift drücke, läuft sie langsam. Und normalerweise, also sie rennt halt eigentlich immer. Okay, wir müssen noch mal los. Jetzt fahren wir dahin. Wir finden diese Waren schon. Aber was die alle schon für Schiffe haben. Kein Problem. Schlechtes Wetter, tut mir nichts. Bestimmt. Nur Haie. Und andere Schiffe. Holt die Flagge ein! Wir Captain! Flotte in Sicht! Sie haben die Segel gestrichen! Sie geben auf! Kurz erholen lassen, unsere Crew. Dieser Sturm zerreißt unsere Segel! Ich weiß, wenn man dann größere Schiffe hat und man eine richtig große Crew hat, dass die dann halt auch Shanties singen und so. Das finde ich ziemlich cool. Ich muss sagen, wenn ich nicht gerade kämpfen muss, finde ich das auch ganz angenehm, das Spiel. Aber ich habe mir, wie gesagt, schon ein bisschen was auf Twitch angeguckt zu dem Spiel. Das hier plündern. Und man muss halt dann doch hier und da tatsächlich kämpfen. Und Brechstange Level 11. Gut. Hab ich nicht, ne? Und dieses Geräusch dafür, dieses Pling, das klingt immer wie so ein Klingelton von mir, so ein Benachrichtigungston. Ich denke die ganze Zeit, mein Handy bimmelt, aber es ist einfach im Spiel. Hey, lootet ja jetzt meine ganze Akazie weg. Ich helfe dem nicht. Warum immer das ist. Ja, ich kann nie genug Holz haben, Captain. Boah. Captain. Captain, eine Flotte. Captain, Backbordseite. Backbord ist rechts oder links? Damit hätten wir dann alles, Captain. Segel in Sicht, Captain! Jetzt geben Sie auf! Jetzt, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den Rest hier auch noch mit. Wir haben, was wir wollten, Captain! Ja. Kann ja jetzt schon zurück. Ein Turm in der Ferne! Da, auf Steuerbord! Dort hinter muss ich? Nee, ich muss doch dahin. Warte, was ist dort markiert? Ich weiß nicht, aber ich muss dahin.
Jetzt bauen wir uns ein größeres Schiff. Ding. Hört ihr das Pling auch oder höre nur ich das? Aber mein Handy kann es eigentlich nicht sein, weil das ist lautlos. Ganz so, ich mach wieder kurz die Fasern einladen, langsam die See, sie ist wankelmütig, einen Moment liebt sie dich, die Ausdauer erholt und dann zieht sie dich hinunter in die Tiefe und jetzt wieder Vollgas. Was? Da ist wieder. Oh ja. Ah! Stella! Haha. Hab ihn abgehängt. Haben wir aber wirklich genug. Und ich habe umsonst Geld ausgegeben für Planken. Der Wind ist gegen uns, Captain! Wir gehen eh von Bord. Der Wind ist jetzt egal. Weg aus meinem Blick! Wo muss ich... Oh, ich kann kochen. Gekühlte Kokosnuss kann ich machen. Wo ist zum Schiffsbauer? Der hier. Wenn Skurlock für euch bürgt, können wir ins Geschäft kommen. Ein Huhn, das Krokodileier ausbrütet, verdient es nicht besser. Ich fürchtete, euch nicht wiederzusehen, wie die anderen, die wir zum Holzholen in krokodilverseuchte Gewässer schickten. Macht so weiter, dann wird eurem Glück nichts im Wege stehen. Ihr seid nur einen Schritt davon entfernt, euch euer eigenes Schiff zu sichern. Ich bin ja gar nicht zu den Krokodilen gefahren. Bau dein erstes Schiff, um mit deinen Raubfahrten auf See zu beginnen. Ihr habt es weit gebracht, seit ihr Treibgut an der Küste gesammelt habt. Wenn ihr Silber habt, verkaufe ich euch gestohlene Baupläne der Kompanien. Mit dem richtigen Material könnt ihr ein Schiff bauen, das es mit ihren Besten aufnimmt. Ich hab Silber. Ein Rammenschiff. Und ich hab alles. Herstellen. Dafür wieder Geld bekommen. Will nicht gejagt werden. Das mit dem Todesmal ist irgendwie... Ich bin jetzt gerade gefangen hier. Ich muss jetzt warten, bis das durchgelaufen ist.
Ich habe nur 2 Todesmale erhalten. Es sind schon 3 wieder abgelaufen. Ja. Ich kann halt hier gerade nichts machen. Bin gefangen. Bis das durch ist. Weißt du, wie viel Zeit ihr so mitgebracht habt? Ah. Ja, wir wechseln das Schiff. Ha. Seht euch das an. Ein eigenes Schiff und eine Küste, an der man sein Glück finden kann. Sprecht mit Thomas, dem Schmied. Falls ihr nicht vorhabt, das nächstbeste Kompanieschiff einfach zu rammen, kann er euch Kanonen bauen, mit denen ihr es versenken könnt. Okay. Jetzt ignoriert er uns nicht mehr. Normalerweise würde ich einen niemand wie euch nicht mal mit dem Arsch angucken. Aber ich habe gesehen, dass die Geschützluken eures Schiffs erschreckend leer sind. Ihr seid ein hungriger kleiner Fisch, was? Passt auf, dass ihr keinen Kompanieköder schluckt. Die würden euch fachgerecht ausnehmen. Seit dem Schiffbruch der Exeter mangelt es hier an allem. Die Kompanie weiß das, also erhöht sie den Druck. Bringt mir Vorräte, dann mache ich euch Waffen zum Aufspießen der Frösche. Stille Kanonenmunition für dein erstes Schiff her. Ja. Bevor ihr ein Stück aus der Kompanie rausbeißen könnt, müssen euch erstmal Zähne wachsen. Im Moment herrscht da gähnende Leere. Ihr braucht Vorräte. Die müsst ihr selbst besorgen. Also, schwingt die Hufe. Kanonen. Das kann ich schon herstellen. Ah, ich muss 3. Schaffe Kanonenkugeln. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Krieg ich die bloß bei anderen Handelsposten? Oder wo kriege ich Kanonenkugeln her? Ich habe gehört, dass ihr Waren zuverlässig über das Meer verschifft. Arbeitet doch für Tatarmor. Meine Kontakte und euer Schiff bringen uns mehr Münzen, als es Fische im Meer gibt. Ihr seid gierig wie ein Hai, der Blut gewittert hat. Wir werden uns gut verstehen. Möchtet ihr einen Rat? Kauft meine Waren und verkauft sie andernorts mit Gewinn weiter. Solange ich meinen Anteil bekomme, sind wir im Geschäft. Überlasst alles Weitere nur mir. Mögen wir reicher sein, wenn wir uns wiedersehen. Schaffe Kanonenkugeln. Wo kriege ich die her? Nutze die Geheimnisse und Gelegenheiten von St. Anne zu deinem Vorteil und Pfeile an deine. Es wird mir ja immer noch.
Ich kann die 30 rein theoretisch schon abgeben. Setzen wir die Segel. Was kann man hier denn alles? Ausgerüstet. Sind wir hier fertig? Feuerwerk. Ja, unser Schiff. Wenn ich die Kosmetik ja schon habe, kann ich sie ja auch nutzen, ne? Ausgewählt. Panzerung habe ich nix. Ausstattung habe ich nix. Gut. Foto gemacht. Die See ruft, Captain. Antworten wir? Ich das hier auch verschieben? Das mit dem Todesmal, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen nervig. Ich weiß nicht so richtig, was das sein soll. Also, das heißt, was das sein soll, aber kann ich das irgendwo... Das irgendwo einstellen? Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach hinnehmen. Guck doch meine Crew. Ich würde sagen, wir fahren in der nächsten Folge los und organisieren uns. Organisieren uns Kanonenkugeln, ja? Vielleicht hört dann irgendwann auch dieses Todesmahl-Ding auf. Mal gucken. Oder ich starte mal das Spiel neu. Vielleicht hilft das was. Aber wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Ja, in diesem Sinne. Bis morgen. Tschüss.